Hallo, ich bin's wieder, Gabi Fastner. Herzlich willkommen heute zu Easy Kalorien verbrennen. Genau, das wollen wir. Wir bleiben in Bewegung, verbrauchen Energie, verbrennen Fette, machen viele Schritte und dazwischen immer wieder Kräftigungsübungen, die zum Beispiel auch unseren Rumpf aufrichten, unsere Schultern stärken, unsere Beine stärken. Also wir wollen natürlich auch die Muskeln mitnehmen, denn die Muskeln verbrennen ja dann die Energie. Also mach mit, so wie du dich wohlfühlst. Pausen sind erlaubt zwischendurch. Trink vorher und nachher unbedingt mindestens ein Glas Wasser. Und wenn du zwischendurch Durst bekommst, natürlich stell dir was zur Seite. Und ich würde sagen, wir starten los mit einem Aufwärmtraining. Ich mache uns heute Musik an. Richte dich auf, heb dein Brustbein, stell dich hüftschmal auf und lass die Knie gebeugt. Ganz locker zuerst nach hinten kreisen. Tief durchatmen. Genau, ganz, ganz locker lassen. Du kannst auch gerne deine Knie mitbeugen ein bisschen. Immer wieder stolz aufrichten. Etwas größer werden, Ellbogen. Und alles ist richtig. Hauptsache, du bewegst dich dann ein bisschen weiter, vielleicht möchtest du ja dann mal Pause machen. Und dann streck deine Arme nach oben. Das heißt, du ziehst rechts lang, links lang. Und nimm gleich deine Füße mit in die Bewegung. Roll ab von der Fußspitze auf die Ferse. Schieb dich nach oben und vielleicht gähnst du nochmal. Komm rück weiter in die Grätsche. Ganz lang strecken und dann locker die Arme aus, werde schneller mit den Füßen, rechts, links, hin, her. Schau mal, Becken geht mit, locker von rechts nach links bewegen. Noch mehr, noch größer. Mach nur weiter. Spür wirklich, wie die Hüftgelenke locker werden. Jetzt werde wieder kleiner und geh am Platz. Knierücken ein bisschen höher ziehen, hochziehen, noch ein bisschen höher. Okay, wenn wir jetzt gleich mal eine Minute walken, dann nimmst du die Arme wirklich im rechten Winkel mit, versuch die Ellbogen auch weit nach hinten zu nehmen, genau, und roll die Füße leise ab und dann werden wir zwischendurch Beine kräftigen, Arme, Rumpf. Und das immer 90 Sekunden. Also wir walken immer eine Minute und dann kommt die Kräftigung. Ich würde sagen, ich starte. Bereit? Also walke gleich weiter. Okay, erste Minute ist gestartet. Gleich mal weiterziehen. Walken. Wir starten relativ langsam. Versuch dann vielleicht immer den Rhythmus aufzugreifen. Wenn du ihn gleich hörst. Gut. Dafür aber die Arme natürlich richtig schön bewusst mitziehen. Wir machen dazwischen dann auch immer Schritte. Also es ist nicht immer eine Kräftigungsübung, sondern auch mal Schritte. Und wir haben 15 einzelne Stationen, die wir durchmachen. Jetzt darfst du schon so ein Stück darüber kommen, dass du rechts Platz hast. Okay, jetzt machen wir einen Schritt. 90 Sekunden, einmal rechts, einmal links. Und tippen immer ran
an die Seite. Wichtig ist, in Bewegung bleiben. Seit, seit, seit. Nimm rück deine Arme nach vorne. Vor, rück, vor, rück. Ruhig größer werden. Immer größer mit jeder Bewegung. Ganz weit. Und vielleicht magst du ja noch ein bisschen größer werden und sogar ganz leise abspringen. Aber du kannst so bleiben, wie du dich wohlfühlst, okay? Wenn du abspringst, lande auf einem Bein leise. Oder so. 10 Sekunden noch. Puh, okay. Gehen. 1 Minute walken. Dazu wieder die Arme. Richtig bewusst. Super. Sekunden noch. Weitergehen. Es wird schneller jetzt. Ja, es wird schneller. Jetzt gehst du natürlich kleiner. Okay, nächste Übung. Du bleibst einfach im Gehen. Nimmst die Arme zur Seite. Wichtig ist, dass die Schultern richtig tief sind. Arme seit und dann machst du ganz kleine Kreise nach vorne. Einfach weitergehen. Aufrichten. Gehen, gehen, gehen. Und jetzt kreist du nach hinten, Richtungsänderung, kleine Spannung aufbauen, strecken die Arme, so, die letzten 35 Sekunden noch, die schaffen wir, merkst es hier, oder? Schultern, du kannst auch die Arme jederzeit weglassen. Schaffen wir noch. Schwerer und schwerer. 10 Sekunden, nicht mal mehr. Und lassen. Weiter walken. So, jetzt darfst du wieder richtig schön bewusst gehen. Arme nach hinten ziehen, 1 Minute. Aufrichten. Du kannst auch im Zimmer umhergehen, wenn du möchtest. Sekunden noch, dann kommt ein neuer Schritt. Fünf Sekunden. Okay, jetzt versuchst du rechts und links nach vorne zu tippen. Schau mal, einfach mit den Fußspitzen.
nach vorne. Arme gehen mit. Perfekt. Das ist schon der Schritt. Tippe mal nach außen. Einfach rechts, links. Wenn was nicht so klappt, egal. Geh einfach weiter am Platz. Immer nach. Spannung im Bauch, tippe nach vorne. Vorne. Jetzt zur Seite. Gut. Nach vorne. Seite. Okay. Und gehen. Sehr gut. Walken. Arme mitnehmen. Ganz bewusst wieder. Hoch, hoch. Eine Minute. Geht's gut? Ist schon ein bisschen warm. So, 20 Sekunden. Okay. Sehr gut. Dann bleibst du jetzt nämlich hüftbreit. Ich zeige es dir nur ein bisschen seitlich. Und du setzt dich langsam tief. Bleib in Bewegung. Po geht runter und wieder hoch. Spannt an. Du gehst nur so tief, wie es deine Knie zulassen. Und wichtig ist, Oberschenkel parallel zueinander. Po ist dein Aufzug. Tief und wieder hoch. Nochmal. Du könntest bis in die Waagrechte nach unten gehen. Oberschenkel sind große Muskelgruppen und unser Gesäß, die dann viel Energie verbrauchen im Alltag. Große Verbrenner sozusagen sind. Nochmal. 25 Sekunden. Halte durch. Letzten. 10 Sekunden, 8, 7, 6, 5, weiter und gehen. Wir walken wieder eine Runde. Sehr gut. Arme mitnehmen. Sekunden. Könntest immer noch mit mir reden, oder? Gut. So, jetzt kommt wieder ein Schritt und zwar Knie hoch. Wichtig ist, dass du nur so hoch gehst, dass du gerade stehen kannst.
Runde weiter. Ganz aufrecht. Vielleicht sogar die Hand schon mal zum gegenüberliegenden Oberschenkel. Dreh deinen Oberkörper mit. Und wenn du kannst, kannst du mal versuchen, den Ellbogen Richtung Knie zu nehmen. Muss nicht. Wichtig ist, aufrecht bleiben. 30 Sekunden. Fünfzehn Sekunden. Bereit? Walken. Eine Minute wieder. Wenn du möchtest, durch dein Zimmer walken. Ich sag dir dann wieder rechtzeitig Bescheid, wenn es weitergeht mit den Übungen. Komm, komm, höher, höher. Immer leise gehen, bewusst abrollen und bewusst aufrichten und am besten Blick Horizont. Zehn Sekunden noch, langsam wieder zurückkommen, wenn du irgendwo unterwegs bist. Okay, in die Grätsche und jetzt gehst du hier tief, tief, Knie nach außen Richtung Fußspitzen, hoch, Rücken gerade, Po anspannen. Und wenn du kannst, gehst du mit dem rechten Bein zum linken, kommst wieder tief und mit dem linken Bein zum rechten zusammenziehen. Beinkraft, nochmal tief, hoch, fest zusammenziehen. Nochmal. In Bewegung bleiben, auch wenn es nicht mehr geht. Einfach am Platz weitergehen. Fest. 30 Sekunden noch. Auch wenn die Oberschenkel warm werden, sollen sie ja. Fünfzehn Sekunden. Vier Sekunden. Okay, gehen. Gehen. Wieder ruhig höher ziehen. Du könntest auch in der Zeit, wo wir gehen, laufen, wenn du möchtest. Also, je nachdem, wie du dich auspowern möchtest, laufen oder gehen, okay? Sekunden noch, dann kommt unser nächster Schritt. Langsam wieder zurückkommen. Okay, jetzt nimmst du die Fußspitzen so ein bisschen nach außen, Knie nach außen, gut, und gehst mit dem rechten Fuß raus, rein.
dieses Gehen, das geht immer weiter. Außen, innen, außen, innen, genau. Spür Körpermitte. Immer noch. Noch zweimal und dann wechselst du die Seite. Links, außen, gut. Sekunden. Immer noch. Zehn Sekunden. Knie nach außen. Fünf Sekunden. Und gehen. Puh. Und jetzt wieder, wenn du willst, im Raum rumgehen. Hoch die Knie. So, 20 Sekunden noch. Ganz langsam wieder in Richtung zu mir kommen. Fünf Sekunden. Jetzt haben wir dann wieder ein bisschen unsere Arme. Komm in eine kleine Grätsche und geh locker weiter. Wirklich locker. Denn jetzt nimmst du die Arme hierher und boxst nach vorne. Wenn rechts geht, boxt dein linker Arm und das machst du nicht so locker, sondern mit Spannung. Jetzt, 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 jetzt. Aus der Körpermitte. Bauch fest. Jetzt, jetzt. Ein bisschen langsamer. Nächste Lied. Jetzt. Ganz kraftvoll. 45 Sekunden. Immer noch. Letzten 20 Sekunden. Jetzt werden die Arme schon schwerer. Fünf Sekunden. Und gehen. So, jetzt kannst du die Knie wieder etwas höher ziehen. Tempo ist etwas langsamer. Eine Minute lang im Raum. Immer weitermachen. Mach nur weiter. Sekunden, langsam wieder zurückkommen zu mir. Nächster Schritt, locker rück mal aus, ist ein Kick. Kick, Kick, Kick.
aber kraftvoll. Jetzt kicke Rücken mit der Ferse. Vor, vor. Aber nur weiter. Und nochmal mit der Fußspitze. Kick. Strecken. Nochmal mit der Ferse, 30 Sekunden. So, 15 Sekunden noch, dann kommt genau unser Walking. Okay, wir walken wieder. Nase ein, Mund ausatmen. Wenn du was trinken möchtest, nimm dir einfach die Zeit während dem Walken. Trinken, Schluck. Und steig dann einfach wieder ein. Wir haben noch 20 Sekunden Walken. Kein Stress. Okay, als nächstes, ich zeige es dir seitlich. Nimmst du ein Bein nach hinten, Ferse oben, senkst dein Knie, vorderes Knie über der Ferse, kommst wieder hoch und wechselst die Seite. Tief, Knie Richtung Boden und kommst wieder hoch. Beinkraft, ruhig dein Tempo. Tief und wieder hoch. Deinem eigenen Rhythmus. 50 Sekunden noch. Geh so tief, wie es dein Knie zulässt. Wichtig ist vorn über der Ferse, hinten fast senkrecht nach unten. Es darf auch wackelig sein. Mach nur weiter, ich komme so ein bisschen zu dir. Puh, 25 Sekunden noch. Zehn Sekunden. Okay, gehen. Walken ist wieder ein bisschen schneller. Super. Arme mitnehmen. Wir haben noch 5 verschiedene Stationen, die schaffen wir. 20 Sekunden noch. Zehn Sekunden. Okay, nächste Station ist noch mal ein Schritt. Rechts, links und jetzt machst du den Schritt weiter, Daumen nach außen, Schultern zurück und deine Arme,
Die machen ganz kleine, schnelle Bewegungen hier hinter. Mach mal weiter. Brust raus. Genau, Trizeps, Rücken. Ganz kleine, doppeltes Tempo mit den Armen. Aufrecht bleiben und nur so weit nach hinten oben nehmen, wie du es vorne halten kannst in der Aufrichtung. Gut. Immer noch weitermachen, auch wenn die Arme so ein bisschen schwer werden da hinten. 30 Sekunden. Sekunden. Neun, acht, sieben, sechs, fünf, vier, drei, zwei, einen. Walken. So, wieder locker lassen, ruhig zwischendurch auslockern. Walken. Ellbogen immer noch zurück. Stolz. Zwanzig Sekunden. Fünfzehn. Fünf Sekunden. Dann kommt ein neuer Schritt. Schau mal, rechter Fuß vor und wieder zurück. Zeig's dir mal seitlich. Vor, rück. Mambo. Genau. Erstmal mit rechts, wechseln dann gleich. Immer noch. Und Fuß wechseln, andere Seite. Mach weiter, ich komme zu dir. Weißt du jetzt, was kommt? Nur mit dem anderen Bein vor, zurück. Zwanzig Sekunden. Wenn es nicht mehr geht, wie gesagt, geh am Platz, locker dich aus. Alles richtig. Du sollst dich wohlfühlen. Fünf Sekunden noch. Und gehe eine Minute im Zimmer oder bei mir. Weiter, weiter, weiter. Mach nur weiter. Nochmal. Nochmal ein bisschen Tempo. 15 Sekunden. Fünf Sekunden noch, komm zu mir, komm zu mir. Okay, Tipp nach vorne, Arme gehen zur Seite, Schultern tief und jetzt beugst du im Wechsel die Arme, richtig kraftvoll.
Oberarme bleiben auf einer Stelle und deine Unterarme richtig kraftvoll nach unten anwinkeln. Bizeps. Nochmal 45 Sekunden und die Arme werden schneller. Lass die Beine einfach weitermachen, wenn es geht. Wenn du merkst, du verspannst dich im Nacken, Pause einlegen. Sekunden noch. Zehn Sekunden. Und walken. Jetzt genau. Locker die Arme aus. Und walken. Bisschen noch, gell? Geht. Zwei Stationen haben wir noch. Sekunden. Zehn Sekunden. Und lockern. Stell dich auf ein Bein. Ganz ruhig. Knie beugen. Stabil lassen. Und das andere Bein tippt nach außen. Außen und wieder ran. Außen und wieder ran. Genau. Kräftige dein Bein, schwing die Arme locker mit, tief anbeugendes Knie. Ja, es wird schon. Und wechsle die Seite. Oh. Anbeugen, anderes Bein nach außen. Sekunden, dann haben wir noch einmal walken. Schaffen wir, ganz sicher. Sekunden. Letzte Minute walken. Locker lassen. Jetzt komm. Gib noch mal alles jetzt. Vielleicht willst du auch laufen als Endspurt. Sekunden. Noch mehr. 15 Sekunden noch. Langsam wieder zu mir kommen. Werden. Locker kurz aus. Bleib in der Grätsche. Nimm deine Hände hinter den Kopf. Knie beugen
und nach rechts und links, seitlich, Mitte, so dass du die schrägen Bauchmuskeln spürst. Nochmal. Immer noch Bauchnabel sanft nach innen ziehen. 45 Sekunden. Merkst du was? Letzten 30 Sekunden nur für dich. Sekunden. Komm. 5 Sekunden. Und locker. Geschafft. Ganz locker nach rechts und links. Hin und her bewegen. Langsam, langsam. Schau mal, nimm ganz locker deine Arme mit. Einmal rechten Arm, linken Arm hoch. Puls nach unten lassen. Sehr fleißig, wirklich. Vielleicht noch ein bisschen höher. Noch 4, 3 und dann lässt du die Arme locker hängen, machst immer noch weiter und lässt sie jetzt nach rechts, nach links pendeln. Kleiner werden und gehen. Tipp nach vorne, rechts und links. Halte vorne. Fußspitze anziehen. Knie strecken und jetzt so ein Stück tiefer gehen nach unten, sodass du die Rückseite gedehnt spürst. Oberschenkel, Rückseite, Wade. Stütze dich hier auf und mach den Rücken ganz gerade. Noch ein bisschen tiefer. Richte dich auf, fass den Fuß am Knie, am Fuß. Entweder mit Handtuch rumwickeln und dann Handtuch nach oben ziehen oder mit der Hand, Knie zusammen und drück den Fuß in die Hand. Hüftbeuger spüren, Oberschenkel spüren. Sehr schön. Ganz langsam wieder auflösen. Andere Seite, gerader Rücken. Knie strecken, Fußspitze anziehen, Po nach hinten schieben. Vielleicht noch ein Stück tiefer. Rückseite. Komm hoch, Fuß fassen. Knie zusammen, drück den Fuß in die Hand, spür den Hüftbeuger.
Wir haben richtig Energie verbraucht. Trink nachher jetzt auf jeden Fall noch was. Lösen, auslockern, Hände hinten fassen, Brustbein heben, Schultern dehnen. Ganz langsam auflösen, mit deinem linken, dein rechtes Handgelenk fassen, kreuz dein rechtes Bein und zieh die Seite lang. Wenn es dir gefallen hat, ich freue mich über ein Gefällt mir, einen netten Kommentar, vielen Dank. Lösen. Du kannst auch andere Seite auf meinen YouTube-Kanal mal gehen. Da habe ich alle Videos geordnet nach Themen. Findest du dich bestimmt besser zurecht. Zum Beispiel Cardio oder Einsteiger. Ja, einfach mal reinschauen. Oder du gibst in die Suchzeile von YouTube ein, was du suchst. Zum Beispiel Dance, Gabi, Fasten oder Arme oder Bauch oder was auch immer du suchst. Löse auf. Locker dich aus, atme ein, streck dich, atme aus, nochmal ein, aus, streck dich ganz lang jetzt, zieh dich in die Länge. Öffne dann die Arme, öffne dein Brustbein, Schultern unten lassen. Einatmen, nochmal weiter zurück und ausatmen und auflösen. Vielen Dank fürs Mitmachen. Sehr, sehr fleißig. Wenn du magst, kannst du meine Arbeit wertschätzen. Vielen Dank auf jeden Fall. Der Link wäre unter dem Video, der heißt Deine Unterstützung. Da kannst du mich mit monatlich 5 Euro oder 10 oder 2,50, was es dir wert ist, mich wertschätzen. Kannst du jederzeit verändern. Vielen Dank. Ich freue mich natürlich auch, wenn du meinen Kanal abonnierst, falls du es noch nicht getan hast. Vielleicht empfiehlst du mich weiter an Freunde, Freundinnen oder du bist ganz einfach so beim nächsten Mal wieder dabei. Bis dann. Ich freue mich schon.